Fahrer mitfahren will. Wieso? Ich benehme mich. So geht's. Boah, das ist ja schon eng hier. Ja, du sollst ja auch gescheit Halt haben. Schau mal, höchstens 270 km/h wegen den Reifen. Ah, okay, gut zu wissen. Nicht schneller als 270, bitte. Gut. Ja, ich suche schon mal Sachen, wo ich mich festhalten kann. Oh, krass, man hat hier echt Arme, kann man gut abhängen. Ja, man sitzt gut. Sieht definitiv. Aus hinten, wenn man reinschaut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich ein Riesenfan inzwischen von Automatikgetriebe. Das ja. Ich finde bei so einem Auto Automatikgetriebe eigentlich besser, weil du kannst so schnell gar nicht halten wie ja, ein Automatik. Ja, vor allem bei 7 Gängen. Ja, ich finde das eigentlich erstaunlich, weil die Amis ja eigentlich so typisch sind für Automatik. Ja. Kann man nicht das Lenkrad höher stellen? Siehst du da noch was? Da ist ja kein Platz mehr zwischen. Ja, das muss auf jeden Fall weg. So, jetzt fahren wir erstmal da lang. Die freuen sich jetzt gleich über Sound. Ja. Sollen wir schön Sound hinterlassen? Ich glaube, das kannst du gar nicht ohne. Ja, das stimmt. Er fühlt sich schon anders an als Beifahrer. Ja. Aber der schaltet sich sauschön. Ja. Also wirklich richtig angenehm. Du kriegst es auch besser hin, oder? Du hast mehr Erfahrung. Ich bin jetzt schon wirklich ewig keinen Schalter mehr gefahren und ja, nur unseren Audi. Ja, das stimmt. Und das war ja grauenvoll zum Schalten, der Audi. Ja, das war sehr gewöhnungsbedürftig. Boah, ja, der fährt sich richtig. 20 Jahre alt. Das stimmt. Aber ich muss meine Sitzposition noch finden. Das ist noch nicht optimal. Also muss. Bei Kupplunggeräten ist ein bisschen ungewohnt, aber ich hab so riesen Beine wahrscheinlich, ist das so ein bisschen das Problem. Bist du denn ganz unten? Ja, zu weit unten wollte ich auch nicht, weil ich dann so weit ausstrecken muss. Das ist so. Man hat hier wirklich, aber vielleicht bin ich wirklich ein bisschen zu hoch. Ja, das könnte vielleicht sogar tatsächlich besser sein. Oh, der Sound, wie der dröhnt. Ultra. Boah, das wäre ein Auto für mich, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich dich damit mal fahren lassen will. Ich glaube, mit dem kannst du sicherer fahren als mit dem Cadillac schnell. Kann sogar sein. Weil du wirklich krass liegst. Das ist alles extrem direkt, straff. Ja, das stimmt. Unser Auto ist nicht für sportliches Fahren gemacht, nee. Eigentlich. Das ist eine Luxuslimousine. Ja. Aber hier sieht man nochmal ganz andere Formen im Seitenspiegel. Das ist schon. Formen. Ja. Das nimmt man von draußen gar nicht so krass wahr, dass es so komisch aussieht. Aber es sieht echt geil aus. Ich schaue mir gern an, muss ich ehrlich sagen. Also auch so jetzt so im Spiegel und so. Auch als er auf den Hof gerollt ist, war ja. Schon so, oh ja, mit dem Schwarz. Ja. Schick. Das wirke ich bestimmt ab. Es gibt nichts Peinlicheres, als wenn ja. Man so ein Auto hat und man wirkt den dann ab, wenn Leute drumherum stehen. Ja, da saß gerade eine Familie auf ihrem Audi. Und der Papa dann schon so guckt, so, aha, lieber nicht zu auffällig hinschauen. Genau. Und dann wirkst das Auto ab. Oi, oi, oi. Das ist richtig peinlich dann. Also sowas darf natürlich nicht passieren. Ich meine, es ist menschlich. Es gibt Schlimmeres. Ja. Es ist einfach nur peinlich. Man sieht die Menschen nie wieder, aber trotzdem, ja. Das bleibt in Erinnerung. So wie mit dem Audi in München im mittleren Ring. Da diesen, ich bin da mal so einen Tunnel rausgefahren, da bin ich auch relativ neu gefahren, wo es so leicht bergan ging. Weißt du, da war ich? Weiß es nicht mehr. Weiß ich es nicht. Boah, wäre mir bestimmt 10-mal ausgegangen. Oh, nein, und da war Stau nicht gewesen. Dabei. Oh Gott. Und die Leute, da war so ein Kombi mit 4 Leuten drin, die haben gelacht. Noch ganz am Anfang. Da sollen sie erstmal das Auto fahren. Der ist mir am Anfang auch immer abgestorben, weil diese Kupplung so empfindlich war. Ja. Unglaublich. Ich habe noch nie ein Auto gefahren mit einer so empfindlichen Kupplung. Das war richtig ätzend gewesen. Ja. Was ein Spaß. Das werde ich nie vergessen. Musst du auch nicht. Sollst du auch nicht. Ja. Das Gute ist, dass wir das ja auch aufnehmen. Ja, wenn wir irgendwann in 30 Jahren
Kann ich dann sagen, so, ich habe nichts erlebt, und dann sage ich doch, ich bin Corvette gefahren. Wie geil ist das denn? Jetzt bin ich mal ganz ehrlich, welcher Bruchteil der Menschheit darf man Corvette fahren? Das ist so gering, das ist wirklich eine wahnsinnige Ehre und wirklich ein unglaubliches Erlebnis, und ich bin auch unglaublich dankbar, dass ich das machen darf. Und auch danke, dass ich das machen darf, liebe Xialin. Ja, gerne. Und auch wenn ich das Auto mir nie leisten kann, werden können, tue wahrscheinlich und leisten können werde. Ja, genau. Trotzdem habe ich dieses Erlebnis machen dürfen und das reicht mir dann eigentlich auch. Meistens ist es ja sowieso, man hat dann das Auto ein paar Monate, dann gewöhnt man sich ja, dran. Dann ist es gar nicht so spektakulär. Und dann ist das weg. Und so ist es eigentlich viel cooler. Ja? Du fährst, machst es einmal im Jahr oder alle 5 Jahre, holst du mal ein geiles Sportauto, fährst ein paar Tage und gut ist. Das finde ich eigentlich viel sinnvoller, als wieder ja, viel Geld eigentlich, außer man hat das Geld, dann ist sowieso wieder was anderes, aber wenn man das Geld nicht hat, ja, dann ist das eigentlich schön. Also ich finde das geil. Das werde ich jahrzehntelang, werde ich mich daran erinnern, dass ich dieses Auto gefahren bin. Und wie geil das war. Das ist ja auch noch eine viel krassere Variante, als man sich, wenn man sich irgendwie das ansparen würde, würdest du dir wahrscheinlich nicht diese Variante leisten, oder? Wahrscheinlich nicht, nee, da würde ich wahrscheinlich irgendeine Standardversion oder nicht die Grand Sport oder so. Weißt du noch, mit dem Dodge, als wir den frisch hatten, boah, wo er an so Fensterscheiben vorbeigefahren ist, ist, ja. Man sieht da diese Spiegelung von seinem eigenen Auto da in dem Fenster und man realisiert gar nicht, dass man das selber ist. Ja, das war... Vor allem, als ich das allererste Mal gesehen habe, war das für mich in dem Moment so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist die Zeit ist wirklich stehen geblieben. So. Das war so krass, als ich das erste Mal gesehen habe, boah, das ist jetzt mein Auto. Ja. Das war schon irre. Weil du sitzt drin, hier sieht man zwar jetzt auch die Form, man sieht es schon so ein bisschen auch im Rückspiegel, aber in den meisten Autos siehst du gar nicht, wo du drin sitzt. Ja. Und du gewöhnst dich halt auch schnell dran. Ja, du fährst und denkst so ja auch nicht die ganze Zeit drüber nach. Und ja, dann siehst du die Spiegel und denkst dir so, geiles Auto. Ja, Moment mal, das ist ja meins. Das ist wirklich so, ja. Unkontrollierbar, wenn man da das kann ich mit meinem Auto nicht, also ist auch gar nicht dafür ausgelegt. Deswegen, das probiere ich auch erst gar nicht mit dem Auto hier jetzt irgendwie rumzudriften oder sowas. Nee. Vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Platz, ja. In der Öffentlichkeit ist das ja eigentlich eh verboten. Nicht nur eigentlich. Ja, wenn das Auto ausbricht, weil du es überschätzt hast oder unterschätzt hast oder sowas, das wäre eine andere Sache, aber prinzipiell darfst du es nicht. Auch Burnouts und sowas. Macht man nicht. Ist auch besser so. Ja. Da muss man sich, wenn man sowas machen will, schon einen speziellen Platz dafür suchen. Richtig. Wenn man das darf. Genau. Ist besser so. Also, liebe Kinder da draußen, erwartet nicht von mir, dass ich jetzt ein Drift-Porn-Video mache oder sowas. Ihr kriegt hier nur Alltag zu sehen. Wie sie alle gucken, gell? Ja, schön krass. Kinder trauen sich das auch mehr. Erwachsene sind da oft so in Trafik, gucken so, keiner so, sehen, dass ich da gucke. Das ist wirklich so, ja. Mir ist letztens was Peinliches passiert, da warst du ja dabei. Wir waren auf dem Parkplatz einkaufen und neben uns stand so ein hässlicher schwarzer BMW. Kann man machen, nur einfach mal rausfahren. War das ein Kombi auch noch, der BMW, der schwarze, mit den hässlichen orangenen Felgen, wo ihm auch noch welche... Ach so, ja, waren. Ja, genau. Irgendwie so ganz grattliges, hässliches Schwarz, als hätte das mit der Spraydose gemacht. Ja. Voll abartig. Kombi und dann so orangene Radkappen oder so drauf, aber irgendwie vorne hat schon eine gefehlt. Und wir kommen so da auf unser Auto zu und der stand halt neben dran und ich so... voll laut. Und dann war der hinter uns. Ja, das war das etwas mir ungünstig. Das tat mir dann echt leid, weil mir gefällt es nicht, aber ihm gefällt es ja wahrscheinlich. Sonst hätte er es nicht so gemacht. Sonst würde er es nicht so machen und das tat mir dann schon ein bisschen leid. Ja. Das war blöd, ja. Ja, das war mir voll unangenehm. Das hat mir auch leid getan, weil
jeder mag ja sein Auto, so wie er es macht und wie er es herrichtet. Und er hat sich wahrscheinlich irgendwas dabei gedacht und es hat demnach auch gefallen. Ich meine, klar, dieses knalle Geräusch zum Schwarz fällt halt auf. Mir gefällt es nicht so, aber der Abend gerne. Das hat mir leid getan. Mir auch. Das war uns dann schon ein bisschen peinlich. Und ich bin eigentlich überhaupt nicht so, dass ich sowas mache. Na, eigentlich nicht. Es galt eigentlich nur, es war nur ein Zahnrohr für mich. Das war so, schau mal. Guck mal, was da steht. Da war der voll sexy. Ach, wir sind ja die ganze Zeit im Eco gefahren, da war ja der Sound schlecht. Nein. Oh, man merkt, da war krass, gell? Hast du es gemerkt, wie ich von Eco in Sport gegangen bin? Nein, habe ich nicht. Man hat sofort irgendwas gemerkt an Leistung, ja? Okay. Ja, das merkst du beim Fahren, ich merke das einfach wahrscheinlich. Das hat richtig so gemacht. Ich hab keinen Druck gemerkt. Da, hast du gemerkt? Ja, das habe ich jetzt gemerkt. Schau, jetzt gehe ich wieder rüber. Zack. Da geht der Auspuff, glaube ich, auf. Und irgendwas passiert noch. Okay. Ich glaube, der ist jetzt auch deutlich lauter. Okay.